Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute an den Diskussionen über umweltbewussten und sozialverträglichen Konsum und der Politik in diesem Bereich teilnehmen. Konsum ist ein breit gefasster Begriff und beinhaltet viele Dinge. Den Kaffee oder Tee, den Sie zum Frühstück hatten, genauso wie das Zuhause, in dem Sie leben, das Auto, der Bus oder das Fahrrad, welches Sie auf dem Weg in die Arbeit nutzen und sogar die Telefonate, die Sie führen. Heute werden wir uns mit vier Bereichen des Konsums näher beschäftigen: Nahrungsmittel, Transport, Wohnen und elektronische Geräte. Zusammen sind diese vier Bereiche für bis zu 70% der Umweltbelastungen, wie Treibhausgase, Abbau der Ozonschicht, Übersäuerung von Gewässern und Ressourcenverbrauch verantwortlich. Mit Ihnen gemeinsam werden wir die Möglichkeiten für die Politik erforschen und Maßnahmen berücksichtigen, die sich an die Bürgerinnen und Bürger als Privatpersonen richten, Menschen wie Sie. Wir möchten auch Ihre Sichtweisen auf die verschiedenen Rollen erfahren, die Bürgerinnen und Bürger in einer nachhaltigen Entwicklung haben sollten oder könnten. Beginnen wir mit einem Blick darauf, was wir unter nachhaltiger Entwicklung verstehen. Kurz gesagt, das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist es, unser Leben zu verbessern, ohne dabei das Leben nachfolgender Generationen zu verschlechtern. Um das zu erreichen, müssen wir uns mit Nachhaltigkeit aus der Perspektive von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft befassen. Umweltbewusster und sozialverträglicher Konsum ist Konsum, der so wenig Ressourcen wie nötig nutzt und gleichzeitig so viel Umweltverschmutzung wie möglich beseitigt. Gleichzeitig unterstützt er soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Wohlstand. Umweltbewusster und sozialverträglicher Konsum ist aus mehreren Gründen wichtig. Nach Stand der Dinge werden die Ressourcen der Erde nicht in der Lage sein, das derzeitige Niveau von Güterproduktion und Konsum ewig so aufrechterhalten zu können. Wenn wir unser Konsumverhalten beibehalten, würden wir bereits 2030 die Kapazität von zwei Planeten brauchen, um dies zu ermöglichen. Die Auswirkungen unseres Konsums sind nicht nur lokal spürbar, sie sind global. Viele der in Europa konsumierten Produkte werden woanders hergestellt und importiert, seien es Bananen, elektronische Güter, Energie oder Autos. In unserer Veranstaltung werden wir heute drei Möglichkeiten ansprechen, wie umweltbewusster und sozialverträglicher Konsum erreicht werden kann, wobei keine der Möglichkeiten die andere ausschließt. Die erste ist, den Konsum mehr in Richtung zu umweltbewussteren und sozialverträglicheren Produkten zu verschieben. Die zweite ist, den Konsum zu verringern. Die dritte ist, den Abfall zu reduzieren. Damit Entscheidungsträgerinnen und Träger effektive Maßnahmen erstellen können, sollten im Idealfall drei Gruppen mit einbezogen werden: die Regierung, Unternehmen und die Zivilgesellschaft. Gemeinsam bilden sie das sogenannte Dreieck der Veränderung. Jede dieser Gruppen verfolgt unterschiedliche Ziele und versucht, die jeweils andere zu beeinflussen. Die Kunst bei der Ausarbeitung erfolgreicher politischer Maßnahmen liegt darin, die unterschiedlichen Ziele solch verschiedener Gruppen unter einen Hut zu bringen. Vor dieser Herausforderung stehen die europäischen Entscheidungsträgerinnen und Träger. Und das Thema nachhaltige Entwicklung befindet sich zurzeit ganz oben auf der europäischen Tagesordnung. Eine aktuelle Schlüsselinitiative ist Europa 2020. Sie bezweckt eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft mit einem hohen Beschäftigungs- und Produktionsniveau und starkem sozialen Zusammenhalt. Europa 2020 steuert eine Vielzahl anderer Initiativen. Beispiele hierfür sind der Aktionsplan für ein ressourcenschonendes Europa und Maßnahmen zur Förderung einer sogenannten Kreislaufwirtschaft. Zusammen sind diese Initiativen so gestaltet, dass sie Europas Vorreiterrolle im Bereich Umweltschutz sichern. Sie sollen außerdem das Wachstum der europäischen Wirtschaft in einer Art und Weise fördern, die die Kapazität unseres Planeten berücksichtigt. Maßnahmen innerhalb einer politischen Gemeinschaft wie der EU, die sozialwirtschaftlich und kulturell so vielfältig ist, zu entwickeln, ist nicht einfach. EU-Bürgerinnen und Bürger sind verschieden. Sie leben an verschiedenen Orten, haben unterschiedlichen Zugang zu Ressourcen und Produkten, leben nach unterschiedlichen kulturellen Regeln und unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen. Ihre geschichtlichen und sozialen Wurzeln sind verschieden. Jede Person hat andere Ansichten darüber, was Konsum in einer nachhaltigen Entwicklung bedeutet bzw. wie wichtig er ist. All das wirkt sich darauf aus, was, wie viel und wann konsumiert wird. Eine der großen Fragen im Zusammenhang mit der Politikgestaltung ist es, auf welcher Ebene Maßnahmen ausgearbeitet, eingeführt und durchgesetzt werden sollen. Sollten sie lokal, national, europaweit oder sogar global sein? Globale Initiativen sind zwar langsam, aber dafür bewegt sich jeder in dieselbe Richtung. Alternativ können nationale Initiativen schneller durchgesetzt werden und wirksamer sein. Oder sollten wir eine Stufe tiefer ansetzen und Initiativen von Bürgerinnen und Bürgern anregen, die möglicherweise aktiver, empfänglicher und engagierter sind?
Lassen Sie uns einen Blick auf einige der politischen Instrumente werfen, welche von Entscheidungsträgerinnen und Trägern eingesetzt werden, um Konsum zu beeinflussen. Diese Instrumente lassen sich in 4 Kategorien gliedern: Information, Regulierung, Finanzierungsinstrumente und Anregung. Entscheidungsträgerinnen und Träger versuchen, Änderungen anzuregen, indem sie Bürgerinnen und Bürger informieren, ohne dabei aber ihre Auswahlmöglichkeiten einzuschränken. Die Annahme dabei ist, dass sich Konsumentinnen und Konsumenten häufiger für umweltbewussten und sozialverträglichen Konsum entscheiden, wenn sie besser informiert sind. Während Informationskampagnen von Entscheidungsträgerinnen und Trägern häufig verwendet werden, sind sie nicht immer wirkungsvoll. Selbst wenn den Bürgerinnen und Bürgern hervorragende Informationen zur Verfügung gestellt werden, kann es sein, dass sie ihr Verhalten nicht ändern. Ihre wirtschaftliche oder soziale Situation könnte sie zum Beispiel daran hindern. Regulierung ist verordnend und trägt die Androhung von Sanktionen bei Nichteinhaltung mit sich. Verbote, verpflichtende Standards, Genehmigungen, all dies sind Beispiele für regulatorische Instrumente. Regulierung kann sehr erfolgreich sein, Konsumverhalten zu verändern. Regulierung erfordert aber auch Vollziehung, was für lokale und nationale Verwaltungen einen zusätzlichen Aufwand mit sich bringt. In einigen Fällen verringert Regulierung die Wahlmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern, indem Produkte oder Dienstleistungen vom Markt genommen werden. Manchmal passiert jedoch das Gegenteil und die Entwicklung von neuen, umweltbewussteren, sozialverträglicheren Produkten wird angeregt. Entscheidungsträgerinnen und Träger können auch Steuern und Subventionen nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Damit können sie den Konsum bestimmter Produkte reduzieren oder anregen. Sie können aber auch bessere Darlehensfinanzierungen für umweltbewusste und sozialverträgliche Güter fördern, Prämiensysteme, die den Kauf von nachhaltigen Produkten anregen, oder Rabattmarken für spezielle Produkte einführen. All diese Instrumente können genutzt werden, um umweltbewusste und sozialverträgliche Produkte im Gegensatz zu anderen Produkten finanziell attraktiver zu machen. Entscheidungsträgerinnen und Träger können versuchen, Veränderungen herbeizuführen, indem sie bestimmte Wahlmöglichkeiten für Konsumentinnen und Konsumenten attraktiver gestalten. Einige Entscheidungsträgerinnen und Träger versuchen, Vorbilder für Veränderungen einzusetzen. Das könnten gewöhnliche Menschen sein, die in ihrem sozialen Umfeld eine Vorbildfunktion einnehmen, oder es könnten prominente Persönlichkeiten sein, die für eine Sache eintreten. Sie machen das empfohlene Verhalten ansprechend und modern. Andererseits besteht das Risiko, dass Konsumentinnen und Konsumenten zu früheren Gewohnheiten zurückkehren, sobald die Aktualität abgeklungen ist. Manchmal werden auch subtil suggestive Methoden angewandt, um Verhalten zu verändern. Beispiele dafür sind die Bereitstellung kleinerer Teller, um kleinere Portionsgrößen anzuregen, und das Zurückhalten von Plastiksäcken an Kassen in Geschäften. Der kulturelle Kontext kann sich auf den europaweiten Erfolg derartiger Maßnahmen auswirken. Gleichermaßen kann der Bekanntheitsgrad nach einer Weile ebenso ihren Erfolg beeinträchtigen. Es gibt aber auch Initiativen, die darauf ausgelegt sind, gemeinschaftlichen Konsum zu fördern. Zum Beispiel die Nutzung von Produkten durch mehrere Personen statt Eigentum einzelner Personen. Dies ist auch als Wirtschaft des Teilens bekannt, in der Konsumentinnen und Konsumenten aktiv Geräte, Waren und Dienstleistungen austauschen. Diese Initiativen werden zumeist als lokale Initiativen geschaffen, in denen Menschen versuchen, sich gegenseitig zu beeinflussen. Es gibt noch kein hinlängliches Wissen darüber, wie staatliche Regulierung auf solche Bürgerinitiativen einwirken könnte oder sollte. Nun laden wir Sie ein, über einige der im Video angesprochenen Themen zu diskutieren.